Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf meinem Kanal. Ich melde mich mal wieder nach einiger Zeit. Heute mal wieder ohne Musik. Einfach mal so, Statement zur Lage der Nation, würde ich sagen. Nee, es wird eine kleine Verbalattacke geben, dazu später mehr. Wie gesagt, musikalisch irgendwann demnächst wieder. Also macht euch keine Sorgen, ist noch genug Material vorhanden. Insofern, ich werde euch also auch in Zukunft immer mal wieder mit Musik nerven, die in irgendeiner Form etwas mit mir zu tun hat. Ja, aber heute, wie gesagt, nur ich und nur ein kleines Video von mir. Eine kleine Verbalattacke. Ich hatte eigentlich so einige Themen, vorhin bei meinem täglichen Spaziergang, die ich rauswühlen wollte, wo ich dachte, na, was machst du heute, was erzählst du heute? Und ja, dann bin ich bei einer Nummer hängen geblieben, die mir seit Tagen so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, sauer aufstößt, die ich ein bisschen doof finde und wo ich dachte, da werde ich mal ein bisschen was dazu sagen, einen kleinen Monolog halten. Man weiß ja immer nicht, was ihr davon haltet. Und ich riskiere gerne natürlich auch einen kleinen oder auch einen großen Shitstorm. Das ist mir also relativ wurscht. Ich habe halt zu gewissen Themen eine Haltung und die vertrete ich auch. Und damit kann man von konform gehen, muss man aber nicht. Und man darf sehr gerne, wie immer, seine Meinung sagen, wenn man eine andere hat. Man darf auch das Ganze gut finden, wenn man derselben Meinung ist. Und ja, bin mal gespannt, ob und inwieweit das Thema von Interesse ist. Es geht heute um Schauspielerinnen. Das hat die letzten Tage so ein bisschen, ist dieses Thema durch die Medien gegangen. Und vor allen Dingen ja, hat mich dabei inspiriert, diese Geschichte bzw. die Aussage von einer jungen Dame namens Sharon Stone. Man erinnert sich an die Geschichte seiner Zeit in den 80ern, glaube ich, war es, oder Anfang der 90er, ich weiß nicht mehr genau. Ja, da hat sie ja eine Mörderin gespielt und es geht da um eine ganz spezielle Szene, von der sie heute behauptet, sie wäre belogen worden seinerzeit. Also das ist der berühmte Mumu-Blitzer, da sage ich jetzt mal so. Der Regisseur hätte dann wohl gesagt, ja, wir können das so nicht machen, das Höschen muss weg und ohne dem geht's nicht, ohne diese Aktion geht's nicht, denn das würde dann blitzen, die Kamera würde das dann entsprechend nicht gut verarbeiten können und sie hätte den Regisseuren dann geohrfeigt daraufhin und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz ist der Film wohl auch durch diese Szene, aber eben halt nicht nur, ein Riesenerfolg geworden. Und hinterher hatte sich dann auch korrigiert und gesagt, nein, sie habe das ja auch gemacht, weil das eben sie war und sie selbst war und dass das irgendwie auch zu dem Film passt und so weiter und so fort. Ich finde das Ganze ein bisschen verlogen und da sind wir beim Thema. Denn es ist so, ich finde, es gibt, und da müssen wir gar nicht über einen großen Teich gehen und international werden, es gibt auch hier in Deutschland eine Menge sehr, sehr guter Schauspielerinnen, finde ich. Und um mal Namen zu nennen, ich sag mal Lisa Wagner oder Anneke Kim Sarnau, das sind Schauspielerinnen, die es überhaupt nicht nötig haben, in irgendeiner Form sich zu prostituieren. Die sind einfach von der Sache her gut, die können ihr Fach und zwar vom allerfeinsten. Filme oder Krimis oder was auch immer mit denen sehe, dann bin ich begeistert von der Schauspielkunst, eben halt von der reinen Kunst dieser Frauen und wie gesagt, ich glaube, die haben nichts, aber auch gar nichts nötig. Die suchen sich die Bücher aus, die suchen sich die Themen aus, zu was sie eben halt spielen wollen und die lehnen, glaube ich, auch entsprechend ab. Es gibt eine Menge anderer und ja, die landen dann bei solchen Geschichten wie, was weiß ich, wie das alles heißt, GZSZ oder so. Und ja, was soll ich sagen, die müssen dann über die Couch, über die sogenannte Besetzungscouch. Und das geht da wahrscheinlich nicht immer ganz lustig zu, davon gehe ich mal aus. Und das Ding ist eben halt, dass ja keiner, so denke ich, dazu gezwungen wird. Das heißt, wenn man in seinem Fach gut ist, dann muss man solche Dinge nicht machen. Und weil, was ich so blöde finde, und da sind wir eigentlich wieder am Anfang, das Wort Schauspielerin geht heute ja wohl nicht mehr ohne den Zusatz MeToo-Debatte. Und das finde ich völlig bescheuert irgendwie. Es gab in den 80ern und 90er Jahren ja genug Feministinnen, die ihren Mund unfassbar weit aufgerissen hätten, wenn da irgendetwas nicht gestimmt hätte. Das hat alles auf einer freiwilligen Basis stattgefunden. Davon
gehe ich einfach aus. Und wenn jemand gezwungen worden wäre, dann hätten diese entsprechenden Damen damals schon was sagen können und nicht heute, 30 Jahre später, ihren Mund aufreißen, weil es gerade eben halt hip und modern ist irgendwie. Finde ich völlig daneben und finde ich völlig bescheuert. Und wenn jemand es nötig hat, sich zu prostituieren, um an eine Hauptrolle zu kommen, dann selber schuld. Sei gut in deinem Fach, dann musst du sowas nicht machen. Wenn du nicht gut genug bist, dann lass es entweder komplett sein. Und wenn du glaubst, dass du über die Besetzungscouch gehen musst, dann beschwer dich gefälligst hinterher nicht darüber. Das ist so meine Haltung und meine Meinung dazu. Und wie gesagt, darüber kann man sicher geteilter Meinung sein. Und ich bin aber der ganz, ganz festen Überzeugung, dass, wie gesagt, es, um das Wort in den Mund zu nehmen, ich glaube kaum, in Einzelfällen vielleicht, und dann ist es natürlich nicht richtig, dass man mich da bitteschön nicht missversteht, wenn es tatsächlich sowas wie Bedrängnisse oder Vergewaltigungen gegeben haben sollte, dann ist das knallhart zu verurteilen. Darüber müssen wir hier nicht diskutieren. Ich will das um Gottes Willen nicht verunglimpfen oder irgendetwas. Aber ich glaube, es haben Sachen stattgefunden in beiderseitigem Einvernehmen, wo hinterher dann das Geschrei groß ist. Und das finde ich nicht in Ordnung und das finde ich nicht richtig. Nur das will ich damit sagen. Wie gesagt, wenn es da auf verbrecherische Art und Weise Dinge gegeben hat, dann sind die natürlich nicht richtig, dann sind die nicht in Ordnung, dann sind die zu verurteilen, das ist völlig klar. Aber wie gesagt, wenn das so unter der Decke gehalten werden sollte, und ich bin der Überzeugung, dass es einige gibt, deren Popularität wäre heute nicht da, wo sie ist, wären sie denn nicht über diverse Couchen gerutscht. Und das ist eben so. Und Mädels, dann mach das eben halt so oder lass es ganz, dann bleibt ihr aber an der Versenkung. Und ich finde, ja, man kann sich das ja selber aussuchen, was man möchte, glaube ich zumindest. Und ja, das ist meine Meinung dazu, mal so in Richtung Wochenende. Kann man mit konform gehen, muss man nicht. Und bin gespannt, ob ihr eine Meinung dazu habt. So, ansonsten euch ein schönes Wochenende und bis bald. Wir sehen uns schon bald wieder. Und ja, ich freue mich auf euch. Tschüss.